Seit den frühen Morgenstunden ist die Polizei hier an dieser Gesamtschule in Solingen im Einsatz. Spürhunde suchen nach Sprengstoff. Gestern Abend hatte die Schule die Drohmail bekommen. Um Gaffa fernzuhalten, hatte die Leitung zunächst von einem Gasleck gesprochen. Zu den tatsächlichen Hintergründen sagt die Polizei noch nichts. Im Hintergrund laufen jetzt parallel zu den Durchsuchungsmaßnahmen natürlich auch die Ermittlungsarbeit bzw. die Ermittlungen der Kollegen von der Kriminalpolizei, um den Urheber dieser Bedrohungssituation ausfindig zu machen. Am späten Vormittag Entwarnung, keine verdächtigen Gegenstände. Die Schule ist nach einem von den Nazis ermordeten jüdischen Mitbürger benannt und pflegt einen engen Austausch mit Israel, erzählt Schulleiter Andreas Tempel. Er hat die Bedrohung auch deshalb sehr ernst genommen. Also auf Details der E-Mail möchte ich jetzt nicht eingehen. Es war eine Bombendrohung gegen die Schule und es war auch klar, dass es einen Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt gibt über die Erwähnung des Wortes Palästina. Neben Solingen gibt es auch Bombendrohungen in Wuppertal und Mönchengladbach. Und auch in anderen Bundesländern müssen Schulen nach Drohmails heute evakuiert und durchsucht werden. Beim ZDF in Mainz müssen zwischenzeitlich 600 Mitarbeiter das Gebäude verlassen. Und am Schloss in Münster gibt es ebenfalls eine Bombendrohung. Überall Entwarnung. Der Journalist Michael Götschenberg, der sich intensiv mit Sicherheits- und Terrorismusthemen beschäftigt, vermutet auch einen Zusammenhang zur Situation im Nahen Osten. Es ist ein typisches Phänomen, dass in Situationen wie diesen Menschen derartige Bombendrohungen aussprechen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Häufig ist es so, dass es Trittbrettfahrer sind, die die Situation ausnutzen, die auch ein Gefühl von Macht verspüren wollen. Oder Angst und Schrecken verbreiten wollen. Die Drohungen, so ein Sprecher des NRW-Innenministeriums, weisen Bezüge zum Terroranschlag in Israel auf, seien aber nach Bewertung der Gesamtlage derzeit nicht ernst zu nehmen. Der Terrorismusforscher Peter Neumann ist trotzdem besorgt. Was ich sehe, ist natürlich schon ein deutlich erhöhtes Risiko von Anschlägen und auch Gewalt auf der Straße, was natürlich mit der emotional sehr aufgeheizten Situation zu tun hat. Auch wenn die Bedrohung durch den Dschihadismus in den vergangenen Jahren zurückgegangen sei, sagt er, sie sei nie ganz verschwunden. Jetzt haben plötzlich die Islamisten und die Dschihadisten wieder ein neues Thema, an das sie sich dranhängen können. Das ist vielleicht ein noch größeres Thema als das, was in den letzten Jahren passiert ist. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Bedrohung mindestens genauso groß. Trotzdem will sich zumindest der Schulleiter in Solingen nicht einschüchtern lassen. Das macht schon erschreckt und besorgt, dass es da Kräfte gibt, die meinen, sie können so versuchen, öffentliches Leben lahmzulegen. Das wird ihnen nicht gelingen. Und deshalb soll der Unterricht hier morgen auch wieder stattfinden.